sind beides Feste, wo man feiert, ne? Das habe ich ja nie gemacht. Nee, stimmt. Das ist, du hast dich immer nur rein aufs Professionelle konzentriert. Fahrer war ich oft. Ja, oh, ja. Und ja, das habe ich auch gehört, ja, tatsächlich. Was ist das Zweite? Vorlage. Kenne ich nicht. Lila oder Weiß mit einer echten VfL-Legende. Thomas Tommy Reichenberger ist bei uns. Seines Zeichens Knipser vom Dienst, jetzt außer Dienst mittlerweile. Mittlerweile selbstständig mit der Sportagentur Profits. Tommy, ich glaube, du hast dir das ganz gut überlegt, hier dabei zu sein, ne? Allerdings freue ich mich sehr drauf. Hast ein bisschen Bock mitgebracht? Immer. Sehr gut. Und dann starten wir direkt rein, Tommy. Lila oder Weiß? Lila. Eintracht Bad Kreuznach oder SVW? Geht direkt los. Eintracht Bad Kreuznach. Eintracht Bad Kreuznach oder Hassia Bing? Eintracht Bad Kreuznach. Eintracht Bad Kreuznach oder Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt? Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen oder FC Energie Cottbus? Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen oder KFC Uerdingen? Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen jetzt oder VfL Osnabrück? Ich wollte fragen, ich wusste, was kommt. VfL Osnabrück. Das wollte ich doch hören. Deutsche A2 Fußballnationalmannschaft oder VfL Osnabrück? VfL Osnabrück. Ach, Tommy, herrlich. Vizemeister Leverkusen oder Aufstieg mit dem VfL? Aufstieg mit dem VfL. Felix Magath oder Ede Geier? Aua. Ja, das schreit Aua. Felix Magath. Felix Magath oder Christoph Daum? Christoph Daum. Christoph Daum oder Pele Wollitz? Pele Wollitz. Aufstieg 2007 oder Aufstieg 2010? Ja, 2007. Heimtor oder Auswärtstor? Heimtor. Tor oder Vorlage? Was ist das Zweite? Vorlage. Kenne ich nicht. Tommy nennt's nur, ne? Ist bei mir meistens das Tor gewesen. Abstauber oder Elfmetertor? Abstauber. Fernschuss oder Freistoßtor? Habe ich beides noch nie gemacht. Am zweiten Pfosten, Tommy hat gelauert, kurze Distanz. Also ganz selten gab es mal ein Fernschusstor. Also loggen wir Fernschuss ein? Freistöße durfte ich gar nicht erst hin. Also wir loggen Fernschuss ein, ja? Jawohl. Alles klar. Knapper Sieg oder deutlicher Sieg? Was ist schöner? Am Ende der knappe Sieg. Okay. Adi Vetter Cup oder Masters? Adi Vetter Cup. Kunstrasen oder Hallenparkett? Ja, wird auch kontrovers diskutiert. Kunstrasen. Traditionsmannschaft vom VfL oder alte Herren Hasbergen? Ja, alte Herren Hasbergen. Okay. Tino Berbig oder Frederik Rössling? Tino Berbig. Ansgar Brinkmann oder Daniel Thune? Oh. Wie bringt man die denn in Verbindung, die Jungs, ja? Oder wonach muss ich jetzt gerade suchen? Ja, weiß ich nicht. Überleg dir was. Letzten Endes waren es zwei Jungs, die ganz gerne mal genetzt haben. Ja, gut, kennen tue ich beide gut. Aber doch, habe ich gehört, ja. Die Ebenen, nach was? Ich habe mit Ansgar noch mehr zu tun, dann nenne ich Ansgar. Okay. Ronaldo El Fenomeno oder Cristiano? Der Brasilianer. El Fenomeno. Jawohl. El Fenomeno oder Ronaldinho? Ja, El Fenomeno. El Fenomeno oder Leo Messi? Messi. Da geht nicht viel rüber, oder? Ja, ist schon ein geiler Typ. Ist so. Im Moment leider nicht ganz, aber der kann schon ein bisschen. Die anderen auch. Paris zieht halt alle runter, was soll man sagen. Ne? Was schaust du eigentlich lieber? Pokal oder Liga? Liga. Sieger mit dem VfL oder Nationalmannschaftsspiele? Wie nochmal? Siege? Ja, also entweder Siege mit dem VfL, ob jetzt auswärts Bremer Brücke, ganz egal, lila-weiße Siege, ja, oder Nationalmannschaftsspiele damals mit der A2. VfL, so das wollte ich hören. Jüst oder Osnabrück, Tommy? Osnabrück. Urlaub mit der Familie oder Mannschaftsfahrt? Familie. Aber wenn du Mannschaftsfahrt machst, lieber nach Hawaii oder nach Kalifornien? Das war eine Tour.
Och, dann nehmen wir doch direkt Hawaii. Dann nehmen wir direkt Hawaii. Wollen wir das ein bisschen auflösen, weil das ist ja schon eine Geschichte, die ist lange her. Joe hat euch, ich krieg nicht mehr zusammen, welche Saison das gewesen ist, aber euch nach der Saison einmal eingeladen zu seiner Familie nach Kalifornien und schönerweise war auch schon eine Weiterreise nach Hawaii organisiert, ne? Ja, genau. Wir hatten noch einen amerikanischen Torwart in der zweiten Mannschaft, Kellen Wilson, und die Eltern wiederum hatten auf Hawaii unter anderem ein Anwesen und die haben gesagt, ihr Flüge bezahlt selbst, alles andere kommt einfach vorbei. Und dann haben wir Joes Familie kennenlernen dürfen, Kellens Familie dann auf Hawaii und sind mit ein paar Mann Mannschaft zu. 2006 war das. Bist du Freund geworden vom amerikanischen Westen in der Zeit? War ich auch vorher schon, ist so geblieben. Okay. Und wenn es dann nach Hawaii geht, mit Thorsten Matuschka oder ohne? Ja, mit. Immer mit Tusche, ne? Immer mit. Seid ihr eigentlich immer noch so gute Kumpels? Ja, doch, wir haben eigentlich, ja. Hat gehalten, ne? Tagtäglich, aber wir haben immer wieder Kontakt, ja. Sehr schön. Passt auch, glaube ich, ganz gut zusammen, typmäßig. Ja, ist auch ein ganz normaler Typ. Wenn ich das mal so sagen darf. Thema TV, Tobi. Magenta Sport oder Sky? Sky. Essen gehen oder selbst kochen? Oh, wie ehrlich muss man hier sein? Doch, selbst kochen. Okay. Und wenn du selbst kochst, gesundes Essen oder Junkfood? Auch mal alles dabei. Gesundes Essen oder Junkfood? Ja, wenn ich schon selbst koche, ist meistens ein bisschen was Gesünderes dabei, wenn ich holen gehe, also gesundes Essen. Fleisch oder Gemüse generell? Fleisch. Grillen oder kochen? Grillen. Bratwurst oder Sonntagsbraten? Bratwurst. Okay. Nach dem Hersteller frage ich jetzt nicht, da komme ich nur auf Glatteis, Bratwurst, lassen wir einfach stehen. Kommen wir nochmal zum Fußball zurück. Mädchenfußball oder Jungenfußball? Ja, das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Mädchenfußball. Fußball oder Tennis? Fußball. Dart oder Poker? Im Moment Dart. Im Moment Dart, 9 Darter oder Torjägerkanone? Torjägerkanone. Hast du schon 9 Darter geworfen? Nein. Hast du 180 hast du aber schon geworfen. Ich bin froh, wenn ich mal 2 Darter treffe. Also zweimal dahin, wo ich will. Das ist schon toll. Ich habe kürzlich bei deiner Insta-Story ein bisschen gelacht. Da hast du 9 Darter geworfen. Aber ehrlich gesagt, hast du nur 3-mal die Triple 1 geworfen. Also auch 9 Punkte. Sowas, aber das, man muss ja die Leute mal manchmal aufs Glatteis führen. Genau. Ellipelli oder Bremerbrücke? Bremerbrücke. Ach, du bist einfach eine treue Seele. Ja, ist wissen, wo man herkommt. Wenn du aber dann pokern gehst, Pokerrunde mit den Kumpels oder im Online-Casino? Mit den Kumpels. Poker mit den Kumpels oder fein im richtigen Casino? Mit den Kumpels. Bluff oder gute Karten? Mal so. Ja, am Ende brauchst du beides. Also? Ich nehme einfach mal die guten Karten. Nimmst die guten Karten. Was ist eigentlich mental anstrengender? Pokern oder Fußball? Aha. Schon Fußball. Oktoberfest oder Karneval? Oh. Das sind beides Feste, wo man feiert. Ne? Das habe ich ja nie gemacht. Nee, stimmt. Du hast dich immer nur rein aufs Professionelle konzentriert. Fahrer war ich oft. Ja, oh, ja. Und ja, das habe ich auch gehört. Ja, tatsächlich. Karneval. Hasbergen oder Gaste? Hasbergen. Arlando Palais oder Joe Enoch Sportsbar? Ja, ich bin ja auch in so einem Alter jetzt, Sportsbar. Da geht man nicht mehr tanzen, oder was? Das konnte ich auch früher schon nicht, aber ich werde da gar nicht mehr reingelassen. Nur auf dem Platz, gegnerschwindelig, sonst... Gut, okay. Wenn du aber dann mal tanzen gehst und es geht vielleicht ins Arlando, tanzt du lieber zu DJ Robert Schulz oder zu DJ Matze? Ja, DJ Matze. Ah, ist doch ganz klar. Da wird sich Kollege Wellbrock auf jeden Fall freuen, wenn er das hört. Und wenn du dann tanzt, eher zu Black Music oder eher zu Schlager? Schlager. Eher zu Schlager oder eher zu House? Schlager. Tanzen oder Thekenplatz? Theke. Abschließend, Tobias Nickendich oder Björn Lindemann? Die gab's ja nur zusammen. Du musst dich für einen entscheiden. Dann in der Disco, oder? Natürlich, weil die hat man ja vor allem in der Disco getroffen, oder wie war das? Ja, nämlich Linde, der war noch öfter da. Dann hast du den Profi an deiner Seite sozusagen. So, und Tommy, jetzt die Frage aller Fragen zum Abschluss. Unsichtbar sein oder fliegen können?
fliegen können. Das ist in meinen Augen genau die richtige Antwort, weil unsichtbar sein macht doch gar keinen Sinn, aber wenn man überall hinfliegen kann, ist doch top, oder? Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Tommy, 10 Minuten sind um. Wir sind durchgeflogen durch ein wunderbares Fragenwerk. Hat es ein klein bisschen Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich war gespannt, was alles so kommt. Du hast einige Male den Finger so ein bisschen in die Wunde legen können. Also es ist eine coole Sache. Das freut mich zu hören. Mein Lieber, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Trag's weiter. Es gibt noch die ein oder andere lila-weiße Legende, die wir sicherlich in nächster Zeit vielleicht nochmal ranholen werden. Und wenn du sagst, zu René kann man wo gehen, das ist nicht schlimm und tut nicht weh, umso besser. Kannst dir sicher sein. Danke, Tommy. Danke auch. Ja, das war meine Folge Lila oder Weiß. Und wenn ihr die letzte Folge nochmal sehen wollt, die seht ihr hier. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann seht ihr das hier.